kontrolliert, ja. Sakazuki geht second. Und, ah, es geht first. Sakazuki geht first, also Katakuri hat den Dice Roll gewonnen und geht second. So rum. Und kommt erstmal ein Tashigi Search von Saka. Findet die Stage. Aktiviert eine Lead Ability. Ja, ein Robert für eine Karte. Und damit gibt er dann ab zum Katakuri. Aber ich muss sagen, Katakuri hat wirklich ein gestochen scharfes Bild. Bist du Wahnsinn. Ich glaube, die beste Kamera heute. Für Hans Pudding. Pudding Swan! Mal schauen, ob er Doppelpudding macht. Sieben am Arm. Nochmal Pudding Swan. Berloli wieder auf die Hand nehmen. Und damit geht's dann wieder ab zum Saka. Okay, Saka überlegt gerade. Aber beginnt mit dem 5K Swing of Life. Wird mit einem 1K-Counter abgewehrt. Dann wird der Lead Ability aktiviert für eine Tsuru. Also Tsuru wird getrashed für Lead Ability. Kommt die Stage. Und damit wird er abgegeben zu Katakuri. Wird mal mit 7K Swing. Schaut sein Top Life an. Lost es oben. Nimmt Sakazuki auf die Hand. Kein Trigger. Und dann kommt noch ein Berloli. Und damit geht es wieder ab zu Sakazuki. Klassischer Katakuri-Play gerade. Mal schauen. Er könnte jetzt Perospero und eine Pudding loswerden mit einem Amakuma-Sword. Murakama-Sword, so heißt. Ich muss das immer noch gewohnt werden, den Namen. Murakuma-Sword. So. 5K Swing of Life mit Leader. Ich glaube, minus 1 auf Pero, wenn ich mich jetzt verhört habe. Aber da die Stage da ist. Obwohl, könnte einen Unterschied machen. Nimmt er nochmal ein Berloli. Dann wird das Nuller-Event, wird der discarded dafür. Dann haben wir eine Hina. Minus auf den neuen Peros. Kommt jetzt zum. Oh! Oh! Schöner Move von zwei Peros Pero. Mit einem Murakuma Sword. Der war schön.
So. Und damit geht's wieder ab zum Katakuri. Also das war jetzt wirklich ein schöner Removal von Saka. Muss man lassen. So. Five Life mit Cutter auf Life. Nimmt auf die Hand. 5K Single Pudding. Und wird mit einem 1K rausgecountert. Nochmal mit Pudding Swan. Auf Life. Da wird der Druck erhöht auf Sakasuki. Vor allem, Sakazuki war es, dass nächste Runde eine 7 am Arm kommt mit der Lead Ability. So, was macht er jetzt? Nimmt er auf die Hand, kein Trigger. Und damit geht es dann ab zum Saka. So, Sakazuki kann jetzt eigentlich easy in eine der Puddings rein swingen mit Toshigi. Macht auch. Five gesungen mit Hina auf Live. Hat jetzt eine Kategorie falsch ganz verstanden gehabt. Aber war auf Live. Okay, nimmt auf die Hand. Wir haben einen Trigger. Ein Kiko wird es nett sein. Also irgendwas zum Abwerfen. Also Cracker, Pero. Sanji. Ah, Sanji. Und da wird eine Kiku dafür abgeworfen. So. Nochmal 5K Swing mit Leader, minus 1 auf Sanji, blöd Gardier geblockt. Somit ist ein Murakuma Sword viel weniger wert, weil Stage hätte jetzt, wäre jetzt ergangen, dass er auf 2 runter geht, dann ein Murakuma Sword und wären beide weg gewesen. Also war, glaube ich, jetzt die richtige Entscheidung für Kata. Wie viel dann hat er? 2, 4, 6, 7. Ja. Brenio, Kusan, Zuru, Hina. Nimmt sie Zuru auf die Hand, also braucht Counterpower. Und noch ein Sabo für 5. Draw 2. Alter Schwede, das sind viele Handkarten gerade in der Hand vom Sakazuki.
trasht eine Hina. Da wäre es sogar gewesen. Da wäre sogar das Murakuma-Sword gewesen. Also war genau die richtige Entscheidung von Katakuri, dass er einfach den Sanji K.O. gehen lassen hat. So, wir könnten jetzt eigentlich direkt Sivina Mom into Leader Swing sehen. Ich muss sagen, es macht mehr Sinn, erst die Sivina Mom ausspülen und wenn er die dann heilt, also wenn du die dann übrig hast, so wie er jetzt, und wenn er die heilt, dann schaust du direkt mit Leader Ability nach, was du da raufkriegt hast. Weil viele machen das andersrum, dass sie erst mit Leader attacken, mit Ability sogar, und dann erst eine Sivina Mom spülen. Aber er macht's richtig. Mama, Mama! Überlegt er zu finishen. Oh, er trasht sogar. Okay. 7k auf Life. Und das Top Life wird auf Bottom Gag. So, jetzt. Ja, er kann Counter und einen 2K ab, also blocken und einen 2K abwerfen. Er hat ja vorher die Zuru gefunden mit Brand New. Ja, da ist sie schon. Und damit geht's wieder ab zum Sakazuki. Okay, da wurde ein wenig Handkarten folgt. Also Saka ist jetzt mit dem Card Draw auf 6 Handkarten und Katakuri auf 4 und 3 Leben natürlich noch. Und nächsten Turn ist er auf 10 Don, das muss man auch noch dazu rechnen. Das heißt, es könnte in den 10er Mam kommen. Wenn er immer noch auf 3 Leben ist, dann wäre das fatal für Sakazuki. Aber mal schauen. So, das Board hat jetzt, ist halt jetzt nicht mehr Sabo geschützt, außer es kommt jetzt nochmal ein Sabo. Wären sie dann zurecht gag? Mal eine Tashigi. Findet ein Helmeppo. Also die Combo für die Hühnerkeule wäre jetzt vorbereitet. Ist aber noch zu wenig, oder? Warte. Stage plus Leader Attack. 5. Na doch, reicht. 5 gehst du mit Hina auf Life? Es würde sogar reichen. Also hinten Leader Attack plus Stage plus Helmeppo. Also 5 gehst du mit dem 2K abgewehrt. Würde auf jeden Fall reichen, um die Mama zu K.O.'n. 5 gehst du mit Leader. Minus 1 auf die Mama. Er hat vermutlich Oversleeves einfach. Also nochmal die normalen schwarzen Don-Sleeves plus Oversleeves. Wo habe ich meine KFC? Muss ich noch ein Spiel schauen? Wir sind Rebecca-Play, okay. Wird der Shigi dafür trashed? Haben wir eine Robert Hina?
Ja, das geht auch natürlich. China. Auf die Mama. Also Rebecca, Hina, Robert Combo geht natürlich auch. Oder nochmal Murakama Sword. Interessant, dass er 3 spielt. Also Murakuma, nicht Murakama, sondern Murakuma Sword. Für ein Leaderbild wird ein Ice Edge getrashed für eine Karte und damit wird abgegeben zu Katakuri. Und den letzten 5K-Swing hat er dann noch genommen. Ganz vergessen zum Ansagen. So. Five-K-Swing, das ist schon auf Leader. Das ist eine Mama. Was jetzt wahrscheinlich kommt. Wird mit Sabo geblockt. Ja, 10er Mom. Mama, Mama. Und damit geht es wieder ab zum Sakazuki. Naja, die aktuellen Katakuri-Listen spielen kein Thunderbolt mehr. Da wird nur mehr Onami gespielt. So, da wird Kusan für Leadability. Muss ich mir noch anschauen. Nach der Runde. So, 5K-Swing mit Hina. Nimmt er? Kein Trigger. Wird kurz um Trash gefragt. Satori, Sanji, Kiko, Pudding, Nuller Event. Und eine Onami. Also alles, von den Triggern her ist noch alles möglich. Also so ziemlich, die meisten Trigger sind halt jeweils nur einmal vertreten. Es fällt noch Amaru, Perosfero, die was bottom-decked worden sind. Und einen möglichen Cracker wären auch noch möglich. Ah, Badgie ist ja auch noch möglich. Ich bin auf Table 6 in Runde 7. Die müssten beide noch zu 0 stehen eigentlich. In Runde 8. Also die sollten zu 0 stehen, ja. Oder zumindest zu 1. Oh, wir haben einen Trigger. Ich glaube, die stehen zu 1, wenn man nicht alles täuscht. Nee. Runde 8 müssten noch die Top 8 Table zu 0 stehen. Dann noch nächste Runde die Top 4 Table und dann Nummer 2, oder? Nein. Oder verrechne ich gerade? Egal. Entweder stehen sie zu 1. Ich bin selber heute schon durch. Kein Trigger, okay? Interessant. Könnte ein Amaru gewesen sein. Oder der Beji. Könnte natürlich auch ein Sanji gewesen sein. Eine Kiko hätte er sofort triggert wahrscheinlich.
Es waren dann, was ihm runtergeflogen ist. Hoffe ich zumindest, das ist jetzt. Ja, das war nur die Dawn. 5K to Life mit Hina. Ja, sein letztes Leben war es. Das stimmt. Man kann ja nicht alles nur Bricks auf der Hand haben. Ah, eine Satori könnte auch eine mögliche Trigger gewesen sein, natürlich. Aber als Count auf der Hand ist, glaube ich, wichtiger. Ein Gecko. Nochmal eine Rebecca. Und eine Tsuru. Hina holt er mit Rebecca. Ist jetzt auf minus 6. Ah, Leader Attack war auch. Oh mein Gott, hat er ein Houndblaze. Alter! Er hat die 10er Mom removed. Uff! 3 Blocker und die 10er Mom removed. Das ist böse. Also das ist halt wieder so typisch Sakazuki. Out of nowhere. Okay, ich weiß nicht, mitgekriegt habe, war beim Leader Attack hat er dann natürlich die minus 1 auf die Mama gemacht. Das heißt, sie war auf 9, durch Tsuru auf 7, mit Hina auf 3, dann Stage auf 2. Mama, Mama, Nummer 2. So. Jetzt bin ich gespannt, wer Finch. So. Wird jetzt Sakazuki finishen können? Katakuri weiß sein letztes Leben. Ist vermutet, könnte mit höchster Wahrscheinlichkeit ein Badge sein. Ja, 2 Badges sind dran, aber richtig mies. Jetzt bin ich gespannt. Also ich muss ehrlich sagen, das war jetzt impressive von Sakazuki, dass er dann auch die Mama removed hat. Wir haben mal 3 garantierte Swings. Lida, Hina und die Hühnerkeule gehen auf jeden Fall. You feel lucky today. Ja, genau, das ist was er sich fürchtet, glaube ich. Es ist immer noch kein Badgie im Trash. Es ist noch immer kein Badgie im Trash, Leute. Und Kata hat sich das letzte Leben zurechtgelegt. Nein, Kessling mit Hina. Das Null-Event ist auf 8. Trash auf eine Kiku. Und eine Amanda, also auf 11. Ah, auf 10. 2 Karten. 7K Swing mit Leader. Also es könnte nur Kiku. Es könnte entweder die Satori oder die Kiku gewesen sein als Trigger. Nimmt auf die Hand, kein Trigger. 9K Swing auf Life mit der Hühnerkeule. Jetzt bin ich gespannt. Was ist der letzte Life? Amaru! Pudding und Sanji werden trashed und nochmal ein Leben zurechtgelegt. Oh mein Gott! Was kommt jetzt noch? Okay, Houndblaze wird für Lead Ability trashed. Alter!
Oh, Ben Beckmann. Also jedes Mal gesagt, die Mauer steht. Zwei Amaru, das wär's. Aber dann sind, aber es sind insgesamt vier Blocker. Also ich sag mal so, niemand hat vor, eine Mauer zu errichten. Also das schaut mir noch ein GG eben jetzt gerade aus. 8, 13, 14k. Ja, Rebecca. 14. Nochmal Rebecca. Und GG wahrscheinlich. Also das kann jetzt nur das GG sein. 9k Swing mit der Hühnerkeule. Ein Recheck-Trigger, okay? Und 16, ja. GG, guys. Thank you for the game.